Verantwortung für die Zukunft, das Motto der Euroblech 2012. Im Fokus stehen also nicht nur effiziente und ressourcenschonende Fertigungssysteme, Energieeinsparung und Leichtbau, sondern auch die Verarbeitung von neuen Werkstoffen. Hier profitieren Wissenschaft und Industrie gleichermaßen. Ja, ich denke, durch den engen Verbund von Industrie und Wissenschaft haben sie die Möglichkeit, dass sie möglichst schnell zu Durchbrüchen kommen, dass sie Verbesserungen und nicht nur marginale, kleine Verbesserungsschritte, die in jedem Unternehmen jeden Tag passieren, erreichen können. Wir haben die Herausforderung, neue Materialien, wie verarbeiten wir die? Wie können wir Kunststoff, Halbzeuge zusammen mit metallischen Werkzeugen verarbeiten? Hier sind komplett neue Produktionsabläufe denkbar. Man weiß nicht, was ist das Optimum. Da muss man gemeinsam dran forschen. Die blechbearbeitende Industrie ist eine Hightech-Branche. Daher wachsen auch die Ansprüche an Werkstoffe immer weiter. Im Prinzip müssen Sie als Hersteller, als Halbzeughersteller heute schon sehr nah am Endprodukt sein. Sie müssen beste Oberflächen liefern, Sie müssen engste Toleranzen liefern, Sie müssen zusammengefasst ein Produkt liefern, was ohne Probleme reproduzierbar in weitergeschalteten, nachgeschalteten Prozessen problemlos verarbeitbar ist. Das ist die große Herausforderung, die unsere Kunden an alle Stahlhersteller, an alle Halbzeughersteller richten. Die Trends 2012 bei Werkstoffen: Leichtbau, werkstoffgerechtes Konstruieren, Kostenneutralität und CO2-Effizienz.